Im Leben gibt es so viele Sachen, die uns manchmal enttäuschen. Persönlich, ich bin auch von so vielen Sachen in meinem Leben enttäuscht, weil ich am Anfang falsch verstanden habe. Und das sind Fakten, dass ich über Deutschland am Anfang total falsch verstanden habe. In Deutschland brauche ich nur 5 Jahre. Wenn ich viel arbeite, wenn ich die Steuern bezahle, wenn ich keine Probleme mache, wenn die Regierung weiß, dass ich eine gute Mann bin, dann bekomme ich den deutschen Reisepass und dann bleibe ich zu Hause und nicht mehr arbeiten, meinen Job auch kündigen und bekomme ich die Versicherungsrente. Falsch! Der Begriff Nummer 1 ist total falsch, meine Junge. Du bekommst die deutsche Staatsangehörigkeit nicht, wenn du 5 Jahre in Deutschland bleibst und dich gut verhaltest. Das geht einen langen Weg und das will ich jetzt nicht diskutieren. Du bist so bescheuert, wenn du das denkst. Zweitens, die Versicherungsrente bekommst du nicht, wenn du 5 Jahre in Deutschland arbeitest. Du musst maximal 40 Jahre in Deutschland arbeiten und danach bekommst du die Versicherungsrente, wenn du über 60 Jahre alt bist. Ganz genau wie ich. Kann ich nur einfach mein Leben genießen und noch Geld bekommen? Doch, kannst du. Du bekommst 500 Euro. Okay, dann bin ich gefreut. Ja, kannst du gefreut sein. Du kannst nur damit die Miete bezahlen. Von einem Villa? Wohnung! Eine kleine Wohnung! Wie jeder normale Mann muss ich mir eine Freundin finden. In Deutschland gibt es so viele hübsche Frauen, die das Leben gerne teilen und die bereit sind, eine ernste Beziehung zu haben. Ja, du hast voll recht! Aber bevor du eine Beziehung mit jemandem hast, dann musst du 2 Dinge wissen. Ob Pfannkuchen ist die einzige Mahlzeit, dass sie kochen kann oder kann sie mehr machen? Weil wenn sie nur Pfannkuchen machen kann, da musst du jeden Tag selber kochen. Oder wärst du einfach die sehr wichtige VIP-Kunden im McDonald's, um jeden Tag Lieferung zu bestellen. Zweitens musst du wissen, ob sie ein Instagram-Konto hat oder nicht. Weil wenn sie eine Influencerin ist mit mehr als 10.000 Follower, dann dein Leben wird ein Dokumentarfilm auf Instagram-Stories sein. Mit so viel Hashtags, Happy Life und I'm sexy and I know it. Die Multikulti-Frauen sind okay. Aber nicht, wenn sie halb polnisch, halb griechisch sind. Dann wirst du die Hölle auf die Erde sehen. Nur polnisch ist okay. Nur griechisch ist auch in Ordnung. Aber diese Mischung polnisch und griechisch, das willst du nicht erleben. Was mit jemandem aus der Schweiz? Wenn du die Sprache verstehen kannst und so viel Schokolade isst. Bayerisch? Wenn du Dortmunds Fußballmannschaft nicht unterstützt, dann Frankfurt. Dann musst du reich werden erstmal und in einem Bank arbeiten. Stuttgart? Wenn du Schwäbisch verstehst. Lass uns bitte ablenken, du machst es immer schwierig. Und gibt's viele auch, die keine ernste Beziehung suchen. Wie viele Mal hast du diese Typ getroffen? Ich werde heute Tequila trinken. Juhu, lass uns Party. Alles in Deutschland ist billig. Klamotten, Nahrungsmittel, Autos, Benzin. In Ägypten bezahlt man für Benzin für 1 Liter nur 7 Pfund. Das ist schon teuer. Aber ich glaube, in Deutschland bezahlt man nur 20 Cent oder so für 1 Liter. Verdammt nochmal, was gibt's Gutes denn in Deutschland, dass ich richtig verstehe? Dass Kika-Kanal ein Cartoon-Kanal ist und dass Helene Fischer halbrosig ist. Was noch? Ah, lass uns weiterlesen. Du kannst Mineralwasser nicht mehr in Deutschland kaufen, weil sowieso die Leitungswasser trinkbar ist. Du bezahlst nicht für die Kinderausbildung? Oh, du willst auch einen Job in Deutschland haben, oder? Ja. Oh, mit deinen Kenntnissen kannst du optimistisch sein, mein Junge. Wie viele Sprachen sprichst du? 4. Was denn? Englisch, Arabisch, Deutsch und Hessisch-Deutsch. Ah, du kannst einen normalen Job haben, aber kann ich dir nicht versprechen, dass dein Gehalt gut sein wird? Du musst erst eine Ausbildung machen. 2 Jahre. Der Arbeitgeber bezahlt für dich und du bekommst auch Geld. 5.000? Nein. 3. Aha. Auch nicht. 500 Euro. Kannst du damit die Miete bezahlen? Eine kleine Wohnung. Ah, die neue Generation. Sie wollen immer alles einfach zu haben. Wer sind die Leute, die in das Leben gelitten haben? Und wer leiden immer noch?